Hello! Mit ein wenig Delay gibt es heute endlich das Unboxing zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Collector's Edition. Genauer gesagt zu diesem schönen Stück hier. Ich selbst habe die letzten zwei Wochen ausschließlich Tears of the Kingdom gespielt und ja, es ist actually aktuell mein absolutes Favorite Game. Dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr, die Box jetzt endlich aufmachen zu können und ja, mir die Items finally im Real Life anzuschauen. Und ja, ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr so lange rum, wir legen jetzt einfach los. Alleine von außen muss man schon sagen, dass die Box echt was hermacht. Nicht nur, dass sie deutlich größer ist, als ich gedacht habe, ich finde auch vom Design her schaut sie wirklich nice aus. Ich denke, die Items in der Box sollten jedem mittlerweile bekannt sein. Dennoch gibt es ein paar nice Sidefacts, die ich euch zu den einzelnen Sachen später noch mitgeben kann. Und ja, ich persönlich freue mich am meisten auf das Artbook. Da bin ich wirklich mega gespannt drauf. Aber ja, hier haben wir das gute Stück. Wie gesagt, deutlich größer als gedacht. Der Karton hatte ein paar Macken und Kratzer, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, da die Box ja eh aufgemacht wird und es sich dabei nur um die Umverpackung handelt. Hier, by the way, nochmal als Vergleich das Game Case vom Spiel und ja, die Box dahinter. Also ihr seht schon, wie groß die ist. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir das gute Stück mal auf und ja, trennen die Umverpackung vom eigentlichen Karton. Und ja, da glänzt uns das Logo vom Spiel auch schon gleich entgegen. Also ohne die Umverpackung sieht das Ganze dann nochmal deutlich krasser aus. Also hier haben wir das Logo dann nochmal richtig eingestanzt, also wirklich nice. Und ja, ich denke, der Karton wird auch im Regal später richtig gut aussehen. Schauen wir uns den Karton nochmal von der Seite an. Und hier nochmal von hinten. Aber gut, dann würde ich sagen, öffnen wir mal die Box und ja, hier kommt uns direkt schon das Spiel entgegen, welches, by the way, die erste Besonderheit in der Box ist. Denn tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Spielcase, welches man regulär im Laden kaufen kann, und dem, welches sich in der Box befindet. Genauer gesagt ist bei dem Gamecase in der Box kein FSK-Logo drauf. Ich denke, das musste einfach nicht mehr drauf, weil es ja schon auf der Box außen selbst drauf war. Und ja, so ist das Tears of the Kingdom-Logo deutlich größer und vor allem zentriert, was mir persönlich mega gut gefällt. Hier nochmal beide Gamecases zum Vergleich. Und wenn wir schon mal bei den Cases sind, machen wir direkt weiter mit dem Steelbook, würde ich sagen, welches, wie ich finde, auch wirklich gut gelungen ist. Sowohl Vorder- als auch Rückseite vom Steelbook fallen mir richtig gut und auch die Innenseite sieht richtig schön aus. Hier oben sind, soweit ich weiß, die Pins drin, auf die habe ich mich tatsächlich auch gefreut und wow, also die Farben gefallen mir wirklich richtig gut. Dieses Smaragdgrün in Kombination mit dem Gold, richtig schön. Ich selbst habe bei Pins zwar immer das Problem, dass ich nie weiß, wo, wann und wie ich die verwenden soll, aber ich denke dennoch ein wirklich schönes Sammler-Item. Vor allem machen sie auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Und ich sehe schon, hier drunter ist mein Favorite-Item, das Artbook, welches auf den ersten Blick wirklich gut ausschaut. Auch hier haben wir außen wieder die Symbole eingestanzt, also ein wirklich schönes Design. Ich werde es mal eben von der Folie befreien und ja, also wirklich von außen sehr schön und ich denke für viele definitiv das Highlight der Box. Wow, also wirklich gut. Ich werde natürlich jetzt nur ein paar Seiten zeigen, damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, aber die Qualität ist wirklich nice. Also das Buch wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir im Regal bekommen. Dann hätten wir zu guter Letzt noch das Metallposter, welches tatsächlich nochmal separat verpackt wurde. Also öffnen wir das Ganze mal. Und ja, so schaut es aus. Also wir haben hier das Coverdesign nochmal, welches auf jeden Fall nicht schlecht aussieht, aber für mich persönlich das uninteressanteste Item ist, da ich mir ehrlicherweise noch nie ein Metallposter irgendwo hingehangen habe. Aber ja, das war's auch schon. Hier nochmal alle Items zusammen. Mein Favorite, wie gesagt, auf jeden Fall das Art und Steelbook. Für das Metallposter hätte ich mir persönlich lieber noch eine CD mit dem Soundtrack gewünscht, denn ja, wir wissen alle, wie gut die Musik von Zelda Tears of the Kingdom ist. Aber ja, an sich auf jeden Fall eine solide Collector's Edition und für 130 Euro UVP wäre die Box wirklich in Ordnung. Allerdings ist sie ja leider bei Nintendo schon ausverkauft und ja, ich persönlich würde maximal 150 Euro dafür ausgeben wollen. Aber ja, soviel zur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Collector's Edition. Ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch ein wenig gefallen. Falls ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.